Sie dann weggehen und da reinwerfen, kann man den wieder verwenden. Und diejenigen, die das aber behalten wollen, als Erinnerung zu Hause an die Wand hängen, mit Nest 2010, die dürfen selbstverständlich behalten oder sogar ein zusätzliches Exemplar anfordern. Dann werde ich nach der Pause, werde ich dann fragen wegen dem Essen, und zwar vor allem, wer überhaupt hier ist. Das sind erfahrungsgemäß etwas mehr als die Hälfte, 70, 80 Leute normalerweise, weil die anderen müssen, aus welchen Gründen auch immer, dann sofort weg. Ich bitte Sie aber bis zum Schluss zu bleiben. Das wird auch nicht allzu spät sein. Wir sind sehr pünktlich und wir werden früher fertig sein als auf dem Programm, kurz nach 12. So dass diejenigen, die dann um 1 Uhr schon in der Praxis 10 Leute eingeschrieben haben, den Reißer noch ganz gemütlich in die Praxis. Das ist das eine, ich wollte das nur schon sagen, damit Sie das wissen. Ich glaube, sonst den Rest kann man nachher sagen, oder? Okay. Also, jetzt habe ich das große Vergnügen, Herr Professor Arnfeld, Sie haben eine Professur für allgemeine Psychologie an der Universität Salzburg. Zusätzlich zu vielen psychologischen Disziplinen, die Sie da unterrichtet, ist Sie sehr engagiert in der Obesity Academy Austria. Das sind Chirurgen, Psychologen und Sportmediziner, Sportfachleute wie Ihr Mann Erich Gattinger. Nein, jetzt, wie geht's? Ja, gut, lassen wir das. Er ist unter anderem, neben vielen anderen, ist er auch Spezialist für diese Sportsachen. Das wird dann heute Morgen auch zum Vorschein kommen. Und wie das bei den Männern ist, ist es auch bei den Frauen so. Hinter einer starken Frau steht ein starker Mann, oder? Und da werden wir dann noch mehr erfahren darüber. Nun habe ich, Frau Professor Arnold ist seit mindestens 10 Jahren immer wieder bei uns im Einsatz und ihre Referate waren immer hochgeschätzt. Und deshalb freuen wir uns besonders, dass du wieder gekommen bist. Und jetzt bitte ich dich anzufangen. Vielen Dank für die Einladung. Ich darf Ihnen heute unser neues Test- und Qualitätssicherungssystem vorstellen, das so groß ist, dass es in diese Schachtel hineinpasst. Besteht aus Theoriemanual und Auswertungshandbüchern. Falls Sie es in der Pause dann nochmal sehen und angreifen wollen, hier liegt. Bei der Vorbereitung und als ich die Einladung bekommen habe, habe ich mir gedacht, das wird entsetzlich langweilig, wenn ich Ihnen 10 interdisziplinäre Verfahren nacheinander vorstelle. Das heißt, ich werde mir erlauben, die relevanten Variablen für Beratungs- und Therapieerfolge bei Adipositas und anderen Lebensstilerkrankungen, wie es Diabetes ja auch ist, darzustellen und dazu den jeweiligen Test zu erwähnen, der das misst. Damit Sie das auch in der Hand haben und angreifen können und nachschauen können, liegt auf jedem Tisch ein Exemplar geordnet, so wie ich in den Variablen, die ich Ihnen schildern darf, vorgehen werde. Jetzt eine ganz kurze Frage für mich zur Orientierung. Wer unter Ihnen ist die Fachfrau, Fachmann, also Diätologin, Ernährungswissenschaftlerin, danke, Ärztin, Sportexperten, Physiotherapeuten, Sportwissenschaftler, keine? Gut.
PsychologInnen, PsychotherapeutInnen? Auch kein. Ich werde Ihnen die Auswirkung dann am Schluss dieses Verfahrens kursorisch darstellen, nur damit Sie sich vorstellen können, wie das in etwa geht. Normalerweise werden das die PsychologInnen machen, mit denen Sie zusammenarbeiten. Es ist aber auch möglich für jeden Nicht-Psychologen, Nicht-Psychologin, das selbst auszuwerten. Und der Verlag, der ja bei Ihnen in der Schweiz sitzt, das waren die liebenswürdigsten Menschen, die uns 10 Jahre bei dieser Arbeit begleitet haben. Der Verlag macht Ausbildungen, bei denen man den Umgang mit diesem Testsystem so erlernen kann, dass man es, wenn man nicht gewohnt ist, mit solchen Fragebögen etc. auszuwerten, dann auch kann. Die Grundlage oder die Idee zu diesem Testsystem kam uns, weil man Adipositas interdisziplinär betreuen muss, behandeln muss. Die Enttäuschung der letzten Jahre war die, dass die konservative Behandlung adipöser Kinder, Jugendlicher in Bezug auf Gewichtsabnahme genauso ineffektiv ist wie bei erwachsenen adipösen Menschen. Sie wissen wahrscheinlich nur allzu gut, dass ca. 1% morbid adipöser Erwachsener eine Chance hat, sein Gewicht dauerhaft um mehr als wenige Kilogramm zu verändern, das heißt abgenommenes Gewicht zu halten. Die Zeit, die von der WHO gesetzt wird, ist 4 Jahre oder 48 Monate. Wir alle haben mit Kindern und Jugendlichen in die Jahre 2000, 2002 hoffnungsvoll und interdisziplinär gearbeitet. Wir alle haben sehr bedingte Erfolge gehabt, schon im Kurzzeitbereich. Und dieses Ergebnis, das im Lancet aufgrund einer Meta-Analyse von 10.000 Menschen publiziert wurde, und ich glaube, dem Lancet kann man glauben, hat uns einerseits getröstet, andererseits die Frage gestellt, was tun wir jetzt? Und die Antwort war von Miller und Jakob bereits 2001 für Erwachsene formuliert, das, was wir können, ist Health at any size. Menschen zwischen Body Mass Index 25 und 35, die sich ausreichend bewegen und günstig ernähren, sind gesünder als Menschen mit einem Body Mass Index zwischen 19 und 25, also wie Normalgewichtige, wenn wir nicht genug tun und uns schlampig und ungünstig ernähren. Das ist die gute Botschaft. Adipositas ist ja auch eine gute Botschaft. Wir haben genug zu essen und wir müssen unser tägliches Brot nicht mit harter Arbeit verdienen. Nur diejenigen, die besonders gut Fett speichern können, sind die stark diskriminierten Opfer dieser Tatsache, dass es in einer Überflussgesellschaft, die bewegungsarm ist, eben sehr schwer ist. Dieses Paradigma, Härte eines Seins, hat uns noch mehr anschaulich gemacht, dass wir gemeinsam alle Disziplinen an dieser Aufgabe arbeiten müssen. Ich nehme an, dass auch Sie aus Erfahrung wissen, dass die Compliance bei Diabetes auch besser sein könnte. Das heißt, das gemeinsame Arbeiten, das gemeinsame interdisziplinäre Arbeiten gilt natürlich für Diabetes auch. Was würden Sie schätzen, wie viel Ihrer beratenden PatientInnen das tun, was sie tun sollten? 50%, wer ist für 50? 60, wer ist für 60? 60 zum ersten. 70, 80, das heißt, ich habe zu hoch angefangen. Das heißt, ich darf Ihnen all das erzählen, was uns seit 10 Jahren den Nachtschlaf
Apostel. Dass wir uns wirklich sehr bemühen, ist aber schwierig ist. Was bedeutet Herrscher der Israels? Gesundheit bei jeder Kleidergröße, das ist keine Frage. Aber es bedeutet gesunde Ernährung und ausreichende Bewegung. Und wenn Menschen sich gesund ernähren und ausreichend bewegen, dann sollten sie Präferenzen für gesunde Ernährung haben und ausreichende Bewegungsmotivation, die wiederum sich niederschlagen sollte in motorischer Fitness und Ausdauer. Warum Präferenzen und warum nicht Verhalten? Wir haben eine Ernährungspräferenzenskala konstruiert, weil wir wissen, dass adipöse Menschen, die genaue Zahl lautet 270%, aber jedenfalls zu einem wahrscheinlich für sie alle leidvollen Ausmaß die Aufnahme der Nahrungsmittel unterschätzen. Underreported sind. Am rührendsten sind die Essprotokolle unserer Jugendlichen gewesen. Was hast du heute gegessen? Das Kind hatte mit 10 Jahren 150 Kilo. Morgens Knäckebrot, mittags die Spaghetti vom Kochkurs und abends einen Apfel. Was zeigt, dass auch wir irgendwas besser machen können? Herzet eines Seils und unsere interdisziplinären Bemühungen bedeuten aber auch, dass diese interdisziplinären Bemühungen viel besser überprüft werden müssen. Die Arbeit von Ihnen allen, die hier sitzen und auch unsere, wurde, wenn man Evaluation nicht nur als Überprüfung, sondern als Schätzen, Wertschätzung übersetzt, nicht wertgeschätzt. Sie finden kaum Studien mit DiabetikerInnen, mit adipösen Menschen, die das Ergebnis der Ernährungsberatung in Ernährungstests, in Häufigkeitsanalysen darstellen. Und sie finden kaum das Bemühen von Physiotherapeuten, die dann am Ende viel stärker sind als die, die sie betreut haben. Sie finden das kaum in der Literatur angegeben, welcher Prozentsatz sich nun besser zur Bewegung motiviert ist. Sie finden in allen Studien die absolut notwendigen medizinischen Grundlagen und die Änderung des Gewichts, medizinischer Komorbiditäten, aber Sie finden das andere praktisch nicht. Die SOS-Studie vor jetzt 20 Jahren, die schwedische, war eine der wenigen, die Bewegungs- und Ernährungsparameter gemessen. Eben deshalb auch unser Testsystem. Ja, Health at Any Size heißt einmal als erstes, darf ich über drei Skalen sprechen, über die Ernährungspräferenzen, über die Sportmotivation, und zwar eine bestimmte Art der Sportmotivation, und über die Lebensqualität. Lebensqualität ist einer der wenigen Parameter, die mit evaluiert werden. Darüber werden wir noch sprechen. Die Ernährungspräferenzenliste ist der erste Test oder der erste Fragebogen, der vor Ihnen liegt. Das, was vor Ihnen liegt, dieses kleine Konvolut, sind die Fragebogen für Erwachsene. Wir haben eine Erwachsenenversion und eine Kinderversion. Wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, geben wir die Erwachsenenversion sehr häufig den Eltern, um zu prüfen, wie weit sich die verändern. Wenn sich die Eltern verändern, haben die Kinder eine Chance. Wenn sich die Eltern nicht verändern, haben die Kinder keine Chance oder noch geringere Chance, als das ohnehin schon der Fall ist. Hier die Ergebnisse der Ernährungspräferenzenliste in den Formen von gesunden Gemüsegehalten. Sie sehen hier, und dem Schema werden jetzt alle Grafiken folgen, das ist der Mittelwert auf der fünfstufigen Skala. Fast alle unsere Skala haben 5 Stufen. Hier von ich esse es sehr wenig gern bis hier ich esse es sehr, sehr gerne. Und Sie sehen, dass diese Ernährungspräferenzenskala, der rote Balken sind Snacks, da sind Dinge drinnen, Chips, Schokolade,
Hamburger etc. Das Grüne ist sein Soll gesundes und das Orange ist deftiges. Hier unten, auch das wird auf allen Grafiken gleich sein, finden Sie die Gewichtsgruppen. Hier ist das Untergewicht, Normalgewicht, Übergewicht und hier haben wir die bei Erwachsenen üblichen Dreiteilung der Adipositas, 30 bis 35, 35 bis 40 und größer 40. Was sehen Sie nun? Ihnen wahrscheinlich vertraut. Denken Sie, dass die Präferenzen den tatsächlichen Essgewohnheiten entsprechen? Je dicker Sie sind, umso mehr Snacks werden dann gegessen. Wobei ganz interessant ist, dass hier, aber dieser Unterschied ist nicht signifikant, hier der starke Anstieg bei Snacks mit der morbiden Adipositas ist. Je dicker man ist, umso weniger Präferenzen für Gesundes hat man. Und je dicker man ist, umso mehr schätzt man das Deftige. Bei Kindern und Jugendlichen ganz ähnlich. Wir haben diese Skala mit einer Häufigkeitsliste, mit einer parallelisierten, also die gleichen Nahrungsmittel, die hier im Bogen angegeben sind, wurden nach Häufigkeiten eine Woche lang beobachtet. Und die Häufigkeitsliste hat einen ganz hohen Zusammenhang mit dieser Präferenzenliste gezeigt. Wir sind also bei den Präferenzen davon ausgegangen, wenn wir das messen, was ein Mensch gerne isst, dann haben wir die Chance, wenn wir seine Lieblingsspeisen verändern und wenn er jetzt was anderes gern isst, haben wir die Chance, dass er das auch beibehält. Wenn er uns nur Häufigkeitslisten bringt, wissen wir ja nicht, ob er das am Ende der Maßnahme auch beibehalten wird. Der zweite Fragebogen ist jener zur Bewegungsmotivation. Da darf ich ein bisschen was Theoretisches dazu sagen. Die übliche Unterteilung der Motivation ist intrinsisch und extrinsisch. Intrinsisch bedeutet, dass ich selbst kontrolliere. Und die extrinsische ist solche, die eher von anderen, von dem, was ich mir von anderen erwarte, determiniert wird. Die intrinsische ist die günstigere. Wenn ein Mensch intrinsisch motiviert ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er Bewegung in seinen Alltag integriert, wesentlich wahrscheinlicher. Die intrinsische ist zum Beispiel Spaß an der Bewegung, freiwillig mit anderen zusammen sein, in der Natur sein, sich wohlfühlen, also was von innen heraus mir Freude macht. Die extrinsische, die wir speziell, weil das eben ein Fragebogen für ganz bestimmte klinische Gruppen ist, haben wir starken Wert auf dieses schlanker werden, schöner werden gelegt, um akzeptiert zu werden, Anordnungen folgen, damit der Partner oder Eltern Freude machen. Die Forschungen ganz kurz hier zusammengefasst, gehen alle in die Richtung, was ich eben schon gesagt habe. Die intrinsische Motivation führt nicht nur zu einzelnen Verhaltensweisen, die übernommen wird, sondern ganzen Bündeln. Das heißt, wenn jemand intrinsisch motiviert ist, dass er Bewegung in den Alltag integriert, das ist das wichtigste Wort für den Sportexperten, Bewegung in den Alltag integrieren, wenn er intrinsisch motiviert, das heißt, wenn es ihm wirklich Spaß macht, dass er jetzt mal die Stiegen geht, weil er merkt, das tut mir gut, ich fühle mich besser, dann übernimmt der ganze Bündel von Verhaltensweisen. Das heißt, er geht dann über die Stufen, er überlegt sich, wo er vielleicht noch Bewegungen im Alltag machen könnte, zum Beispiel beim Telefonieren immer aufstehen, sich beim Telefonieren bewegen, weniger Auto fahren, das Auto stehen lassen, Rad fahren, weniger Fernsehen etc. und sich in dieser Zeit bewegen. Wenn er extrinsisch motiviert ist, das heißt, dass er sich bewegt, um schön und schlank zu werden, dann tritt dieser Effekt nicht auf.
was dazukommt. Und das ist wohl einer der wichtigen Gründe für das Scheitern unserer Arbeit mit Kindern in Bezug auf Gewichtsabnahme. Wenn er extrinsisch motiviert ist, um schön und schlank zu werden, dann wird er das nicht. Und bewegen allein, ohne Kombination mit einer völligen Umstellung in Bezug auf Ernährung, wird er nicht schön und schlank. Und wenn Sie mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, ist das Drama, dass diese Kinder und Jugendlichen stärker als die Erwachsenen dem gängigen Schönheitsideal verpflichtet sind. Unsere Kinder, und das haben wir alle weltweit zu Beginn nicht gewusst, begriffen, vorhergesehen, wollten schlank werden, deshalb sind sie zu uns gekommen. Und eigentlich hätten wir ihnen sagen müssen, wenn du dich ganz viel bewegst und zweimal die Woche an unseren Bewegungsstunden teilnimmst, die von unseren besten und Club-Mate-mäßig arbeitenden Sportadequateuren durchgeführt werden, wenn du das machst, dann bist du nach zwei Jahren nicht mehr mobil adipös, sondern adipös. Ja? Ist das die gute Botschaft? Ganz einfach, weil Gewichtsabnahme, selbst wenn eine stattfindet, ja niemals in dem Ausmaß stattfindet, dass es von morbider Adipositas zu Untergewicht führt, außer in ganz, ganz seltenen Fällen. Und das ist das Risiko auch bei der extrinsischen Motivation. Und hier in Ickingen durfte ich dazu lernen, dass es in der Schweiz eine Menge von ExpertInnen gibt, die anders mit PatientInnen umgehen. Das war für uns eine ungeheure gedankliche Stütze, immer wieder daran zu denken, dass das so ist. Aber es ist passiert halt immer wieder, dass die ExpertInnen die Menschen beraten, sagen, wir wählen sie sich dann Menschen abnehmen. Und das ist diese externe Motivation. Das tun wir nicht, ja? Das passiert nicht. Sie sehen hier das Ergebnis für den Fragebogen, der zweite ist, den Sie auf Ihrem Tisch finden. Ich musste Jörg Fuhrer versprechen, keine Mathematik und Statistik hier zu bringen. Für den Fall, dass ExpertInnen unter Ihnen sind, nur ein einziges Mal. Wenn wir von wirklich signifikanten Ergebnissen sprechen, das kann man ja aus den Blöcken allein nicht sehen, dann haben wir das bitte sehr genau geprüft mit Effektstärken. Und Effektstärken über 0,5 sind wirklich sehr hoch. Also nicht nur die Signifikanz, auch die es ist nicht nur signifikant, auch die Effektstärken sind sehr hoch. Und ich glaube, man sieht das auch, dass doch mindestens 1 Kaumwert hier Unterschied ist. Sie sehen, der Gesamtwert der Sportmotivation ist, wie wir es erwarten können, je dicker man ist, umso weniger ist man motiviert. Absolut verständlich, dass die intrinsische Motivation, Spaß und Befriedigung, vor allem hier, nicht, dass es hier immer die Adipositas-Gruppe, hier massiv abfällt. Ich glaube, wir haben im vorherigen Trainings diese hübsche Übung gemacht, dass ich Sie gebeten habe, dass zwei Schwere sich zusammentun und sich hier kurz durch den Raum tragen, der eine fest am anderen befestigt. Und sofort schlagartig wird einem klar, das kann nicht Spaß machen. Ja? Wir haben schon Schwierigkeiten, warum mit einer Bierkiste einige Meter gehen müssen. Entschuldigung, es ist genau das passiert, dass ich mit diesen Dingen nicht zurechtkomme, doch jetzt ist es wieder da. Und Sie sehen hier die intrinsische Motivation stark abfallen, aber natürlich auch die Gesamtskala und die extrinsische Motivation, die bleibt in etwa gleich. Hier sind signifikante Unterschiede. Das heißt, solange man schlank ist, bewegt man sich, um schön und schlank zu bleiben oder zu werden, und nachher gibt man es auf, weil man merkt, dass das nichts hilft. Ich habe Ihnen hier ganz kurz nur die Zusammenhänge mit allen anderen Variablen dargestellt, um diese Bedeutung der intrinsischen versus der extrinsischen Motivation noch einmal herausarbeiten zu können. Sie können die, all diese Folien
bei uns dann auf der Homepage der Obesity Academy abrufen und sich nochmal anschauen. Nur ein kleiner Hinweis, die Sportmotivation external, um schön und schlank zu sein, hat einen ganz hohen Zusammenhang mit vorklinischen Essstörungen. Das heißt, ist auch von daher ungünstiger. Während die internale mit unterschiedlichen Gewichtungen negativ mit der Sucht zusammenhängt, negativ mit dem Emotionsessen, negativ mit der Verführbarkeit, positiv mit dem gesunden Ernährungspräferenz der Gesundes, mit einem Salutogenen, auf den wir noch kommen, positiv mit der Lebensqualität. Nur mal so ein ungefährer Trend. Um zu belegen, wie wichtig es ist, dass wir schaffen, Menschen intrinsisch zu motivieren. Der nächste Fragebogen, den Sie finden, sind die salutogenen Verhaltensweisen. Salutogene Verhaltensweisen heißt Lebensgenuss, Genuss am Essen, Freude an der Bewegung, Sie sehen das hier in der Titelzeile, die Fähigkeit, Empfehlungen umzusetzen, und den lockeren Umgang mit Essen. Wenn man eine Skala des früheren Pudel- und Westenhöfer-Fragebogens darstellen, wer von Ihnen kennt noch Pudel- und Westenhöfer? War mal die Bibel, ja? Ist ein bisschen überholt. Und wir haben nun als Kontrast, wer auch nochmal begründen, warum, versucht eben das, was ich von Dr. Fuhrmann immer wieder höre, den salutogenen Umgang mit Personen, ihnen Ziele setzen, ihnen Freude am guten Essen vermitteln, ihnen Spaß an der Bewegung, sie Spaß an der Bewegung lehren. Das messen wir mit diesem Fragebogen und Sie sehen hier erwartungsgemäß, alle Dinge nehmen, je dicker der Mensch ist, umso mehr ab. Das heißt, wieder hier die adipöse Gruppe, dass das wohl das Dramatischeste im Leben von dicken Menschen, sie genießen das Essen nicht. Die mittlere Kontrolle, also der lockere Umgang mit Essen, ist natürlich auch nicht vorhanden. Der grüne Pfeil des Empfehlungen umsetzen, diese hier nimmt ab, je dicker man ist. Und die Freude an der Bewegung, das ist ähnlich wie bei der intrinsischen Motivation, auch hier diese dramatische Abnahme. Das heißt, das ist, denke ich, man muss ja nicht alle Fragebögen verwenden, wenn man arbeitet. Das ist zum Beispiel ein Fragebogen, wo wir wirklich sagen können, das hat eine Studentin, Frau Gutenberger hatte die Idee dazu, und der ist erstmalig. So etwas gibt es überhaupt noch nicht und für uns sehr befriedigend, dass wir das, was wir wollen, auch messen können. Die Lebensqualität, mit der ich Ihnen zuerst schuldig geblieben, ich habe bisweilen die Ergebnisse auch für Kinder gebracht. Wer von Ihnen arbeitet mit Kindern, Jugendlichen, zumindest bisweilen? Doch einige. Sie sehen hier die Gruppe der Adipositas, wie wir aus der Literatur wissen, braucht man nichts drüber reden, je dicker ich bin, umso schlechter ist meine Lebensqualität. Die Kinder und Jugendliche habe ich Ihnen deshalb möchte ich Ihnen deshalb dazu zeigen, hier beginnt die kindliche Adipositas, nicht? Das sind 9 Perzentilgruppen, nach denen man die Populationen häufig unterteilt. Hier unten haben wir die ganzen Schlanken, morbide Untergewicht, schlank. Hier haben wir die 3 mittleren Gruppen, niedriges, normales und hohes Normalgewicht, das sind aber 8, das ist Normalgewicht, hier ist das Übergewicht und hier sind die 2 Adipositas-Gruppen. Und Sie sehen, das ist ein dramatischer Abfall von Normalgewicht auf Adipositas. Und wir wissen, dass die Lebensqualität adipöser Kinder schlechter ist als die von krebskranken Kindern, beispielsweise. Ja, bis wir jetzt mit all dem, was wir jetzt haben, evaluieren können, müssen wir wie bisher
unser Bestes tun, um diese Lebensumstellungen zu erreichen. Ja, nur im Prinzip haben wir das bisher schon getan. Ja? Warum ist es so schwierig? Warum ist es für uns so schwierig und noch mehr, warum ist es für unsere Patienten so schwierig? Ich darf jetzt über vier Variablen berichten, die es für Menschen entsetzlich schwer, deprimierend schwer machen, etwas zu verändern. Das ist die Sucht, die Essstörungen, die hohe Kontrolle, wer die Bibel von Bruno Westenhöfer noch kennt, die haben das schon damals vorausgesagt. Und das ist ein geringer Selbstwert bei adipösen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Warum wird Sucht und Adipositas? Wer ist dafür, dass Adipositas eine Sucht ist? Gut, einige darf ich jetzt versuchen zu überzeugen. Vor ungefähr 10 Jahren wurden wir noch ausgebucht bei dem Deutschen Adipositas-Kongress. Empört, vor allem von den leitenden Personen, in dem Zusammenhang von Sucht zu sprechen. Vorausschicken möchte ich Sweet Craving oder dieses erhöhte Bedürfnis nach Fett ist nach neueren Studien nur bei einem geringen Prozentsatz von Menschen belegt. Und auch mit unserem Fragebogen zeigt es einen geringen Zusammenhang, Sucht und dieses Sweet oder Fett Craving. Davon spreche ich also nicht. Ich könnte jetzt gefragt werden, ist das nicht einfach starker Hunger? Die Schilderungen von Therapeutinnen und Studien zeigen uns, dass Adipöse, wie zuerst schon besprochen, Essen weniger mit Genuss verbinden, als mit diesem Wanting and Craving. So stark wie mein Traum nach übermäßigem Essen ist, das können Sie sich gar nicht vorstellen, sind die Berichte in den Gruppen. Es fehlt die Genusskomponente, haben wir gesagt, dieses stark positive Gefühl, wie wir es haben, wenn wir hungrig sind und dann gegessen haben. Und ich denke, eines der wichtigsten Argumente, dass da ein Unterschied ist, Craving steigert sich. Wir bekommen immer wieder die Berichte und dann habe ich schon zwei Teller Gulasch gegessen und dann stand dann auf der Topf am Herd. Und den habe ich noch gegessen. Ja? Das macht man nämlich nicht den Topf, sondern das Gulasch. Und das macht man üblicherweise nicht, wenn man hungrig ist. Das heißt, das, wovon wir sprechen, ist Craving nach und Abhängigkeit von übermäßigem Essen. Unsere Fragebogenuntersuchung kamen 2 bis 3 Forschergruppen Gott sei Dank entgegen. Das heißt, wir haben Unterstützung gefunden. Es dürfte, wenn man die Studien zusammenfasst, etwas mit dem Dopaminrezeptormangel zu tun haben. Das heißt, Alkoholabhängige, Heroinabhängige und Morbid-Adipöse haben einen ähnlichen Dopaminrezeptorenmangel. Das Behaglichkeitshormon fehlt ihnen stärker als anderen Menschen. Diese durch die kognitive Neurowissenschaften möglichen Forschungen, jetzt mit MRI und so weiter, haben das voll bestätigen können. Unsere Ursprungsuntersuchungen mit Fragebögen, parallelisierten Fragebögen für Raucher und adipöse Menschen zeigen, dass es kein Unterschied ist, dass man das blaue Kasterl abhanden gekommen wird. Um Entschuldigung, die blauen sind die Alkoholkranken, Raucher, adipöse Menschen. Auch in der subjektiven Einschätzung ist das Ausmaß der Sucht gleich. Wir haben das dann noch geprüft für nicht substanzgebundene Sucht, das heißt Sportabhängigkeit zum Beispiel. Und Sie sehen hier eine Untersuchung, das sind sportabhängige Marathonläuferinnen, das sind adipöse Gruppe 2, 30 bis 40, und das sind adipöse, morbid adipöse, und das sind alkoholabhängige. Ja? Und es besteht nicht der geringste Unterschied. Ein kleiner Unterschied sei zwischen morbid-adipösen und adipösen, der ist auch signifikant, das heißt, je dicker, desto höher die Sucht. Und hier sieht man zum Beispiel ganz klein und schwach die Sucht der Hobbyläuferinnen. Ja?
Interviews mit ungefähr 1000 morbid adipösen Menschen, die wir vor Gastric Banding bzw. Bypass sehen konnten und die Gutachten geschrieben haben, hat gezeigt, dass mindestens 95% morbid adipöser die ICD-Kriterien, ICD-10-Kriterien der Sucht erfüllen, dieses internationale Diagnoseschema. Und zumeist waren es die Kriterien übermäßiges Essen, trotz Wissen um die gesundheitliche Gefährdung. Im Original heißt es übermäßiges Trinken. Wiederholte die Versuche zur Reduktion der Menge, Toleranzsteigerung im Laufe der Zeit. Also drei Kriterien muss man haben, damit man als süchtig international anerkannt wird. Und das bringen adipöse Menschen relativ gut. Sie unterscheiden sich signifikant von den anderen BMI-Gruppen. Und ganz viele Studien haben uns gezeigt, dass Sucht einer der stärksten Prädiktoren für Gewichtsab- und Zunahme ist, beziehungsweise für dieses übermäßige Essen, das dafür nötig ist. Hier sehen Sie das in der Grafik. Ich glaube, es ist sehr deutlich, während das für Normalgewichtige kaum eine Rolle spielt, ist bereits ab dem Übergewicht eine starke Steigerung und hier im Bereich der Adipose ganz sehr hohe Werte. Wir wollten noch wissen, ob die adipösen Menschen eine subjektive Belastung durch die Sucht erleben, und eine unserer spannendsten Untersuchungen war, das war bei Kindern und Jugendlichen, dass Sucht mit Lebensqualität stärker zusammenhängt als das tatsächliche Gewicht. Obwohl wir wissen, wie Kinder unter diesem Übergewicht leiden. Haben Sie die Frage, dieses Craving, dein Verlangen nach übermäßigem Essen, also das, was in dem Fragebogen gemessen wird, einen höheren Zusammenhang mit ihrer Lebensqualität gezeigt? Das heißt, sie fühlen sich schlecht, unglücklich, weil sie wissen, dass sie abhängig von diesem übermäßigen Essen sind. Dass ihr Drang so stark ist, und obwohl die Eltern schimpfen und die Ärzte sagen, du musst weniger essen und, trotzdem schaffen sie es nicht. Und sie leiden darunter, das ist meine Wahrheit. Ja, und die ganze Dramatik, man kann vom Essen nicht trocken sein. Das geht nicht. Weshalb einer natürlich der wichtigsten Punkte für unser aller Arbeit eine gute Vorratshaltung ist. Unser Argument bei Eltern, die durch nichts zu überzeugen sind, dass die Vorratshaltung auch dann günstig sein muss, wenn der Vater so gern fette Sachen isst und der Bruder so gern Schokolade, würden Sie, wenn Ihr Kind alkoholabhängig wäre, das passiert bisweilen schon in früher Jugend, würden Sie eine Schnapsflasche mitten auf den Tisch stellen beim Fernseher? Dann kommt das empörte Nein. Ja, und dann sagen wir noch die Chips und die Schokolade. Wo ist der Unterschied? Der nächste Punkt, auf den ich eingehen möchte, sind die Essstörungen. Ich denke, für Erwachsene ist es Ihnen bekannt, dass ca. 7% Erwachsener, morbid adipöser Menschen, Bulimie hat. Das Vollbild der Bulimie. Das heißt, isst, Essanfälle hat, unterbricht, Laxantien nimmt oder ähnliche Kompensationsmaßnahmen. Circa 30% haben eine Binge-Eating-Disorder. Wer kennt die Binge-Eating-Disorder? Binge-Eating-Disorder sind Essanfälle, die das Maß der Kalorienaufnahme, das ein normaler Mensch bei einer normalen Mahlzeit zu sich nimmt, bei weitem überschreiten. Essanfälle sind bis 10.000 Kalorien und mehr. Essanfälle spielen sich so ab, unter anderem, dass eine tiefgekühlte Pizza tiefgekühlt verzehrt wird. Und in starker Erinnerung ist uns jener ganz liebenswerte Teilnehmer einer Gruppe, Adipositas-Gruppe, der ganz ehrlich erzählt hat, er hat einige Zeit versucht, Diät zu halten, hat sich dann in Wien eine Bonbonniere gekauft. Bonbonniere, ja, eine Schachtel mit Bonbons, so ganz süßen, fetten Dinger.
und habe die ersten drei Schokoladenbonbons samt der dazugehörigen Umhüllung gegessen. Vor lauter Gier, hinuntergeschlungen. Normalerweise tut das nur unser Baby. Das heißt, man kann sich vorstellen, wie intensiv das ist und dass das etwas ist, was ich diagnostizieren muss. Binge-Eating Disorder und Bulimie sind Essstörungen, das heißt, sind psychische Erkrankungen, die durch Beratung allein nicht in den Griff zu bekommen sind. Es gibt auch einen schmalen Grat zwischen Essstörungen und Adipositas, so sind zum Beispiel ca. 40% der BulimikerInnen adipös. BulimikerInnen, die geheilt sind, werden zumeist normal bis übergewichtig. Und das ist dann gut so. AnorektikerInnen bisweilen auch, weil sie ja von einem ganz niedrigen Grundumsatz sich langsam hinaufessen und dann Schwierigkeiten haben, das Gewicht zu halten. Die Daten für Kinder und Jugendliche schwanken extrem. Für diejenigen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, was mir ganz wichtig, dass ich diese Daten aufbringen darf. In der Literatur hat man gesagt, zwischen 57% der Kinder und Jugendlichen. Das hat uns dazu veranlasst, im Rahmen unserer Testentwicklung haben wir insgesamt 4.483 Kinder und Jugendliche getestet, zwischen 8 und 18. Und eine eigene Skala, einen eigenen Fragebogen finden Sie da drinnen für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene, die sowohl klinische wie vorklinische Essstörung ist. Vorklinisch deshalb, weil bei Kindern und Jugendlichen das Vollbild häufig noch nicht auftritt. Und das heißt, dass beispielsweise Kinder und Jugendliche erbrechen, wenn sie das Gefühl haben, für ihre Vornamen, für ihr Schönsein wollen, zu viel gegessen zu haben. Das heißt, sie haben keinen Essanfall, Bulimie ist definiert als ein Essanfall mit nachfolgendem Erbrechen etc. Die haben keine Essanfälle im Sinne dieses Binge-Eatens, sondern die erbrechen so ein bulimisches Probierverhalten. Und das ist hochrelevant auch für die Menschen nach Gastric Bending, die häufig sehr leicht erbrechen, da aber natürlich vorher keinen Essanfall haben, sondern nur ein bisschen mehr gegessen haben. Wir haben die Fragebögen nun für präklinische Essstörungen, das heißt Preoccupied with Weight and Shape, das Überbesorgtsein um Figur und Äußeres, häufig der Beginn einer Essstörung und dieser präklinischen Bulimie und dem klinischen Big Eating, Bulimie und Binge Eating Disorder. Die vorklinischen Essstörungen bei Erwachsenen sehen Sie wiederum, je übergewichtiger man ist, umso stärker sind auch diese vorklinischen Essstörungen. Das heißt, auch hier muss man darauf achten und gut diagnostizieren. Die vorklinische Bulimie ist bei Erwachsenen nicht so stark ausgeprägt, die haben zumeist schon das Vollbild. Die klinischen Vollbilder von Essstörungen, Bulimie und Binge-Eating-Disorder, das sieht man auch hier, diese kann man sich gut vorstellen, diese 30% und die 7% Bulimie. Man sieht auch hier, wenn man die Gewichtsgruppen miteinander vergleicht, dieser enorme Unterschied zwischen morbid adipösen 2, adipösen 1 und normalgewichtigen Menschen. Das Big Eating, könnte man sagen, ist das normale Vielessen eines adipösen Menschen, der unkontrolliert ist, ohne Hunger zu haben, während das Binge-Eating eben zum Binge-Eating noch dazugehört, wir haben diese zwei Skalen in unserem Fragebogenverfahren unterschieden, zum Binge-Eating dazugehört, dass man verzweifelt ist, sich sehr stark schämt und deshalb alleine ist. Das sind die drei Kriterien, die mit erfüllt werden müssen.
Ich darf Ihnen noch kurz zeigen, die vorklinischen Essstörungen bei Kindern, Jugendlichen, das sehen Sie immer die Gruppe 8 bis 18. Die klinischen Vollbilder von Essstörungen, Bulimie. Und auch hier sehen Sie, es ist natürlich nicht in diesem prozentuell hohen Ausmaß wie bei Erwachsenen, aber auch die morbid adipösen, adipösen am höchsten. Und hier etwas, was uns im ganzen, in unseren ganzen Untersuchungen mit diesem Testsystem aufgefallen ist, die hochnormalgewichtigen Kinder und Jugendlichen stellen eine ganz starke Risikogruppe dar. Das heißt, wer im präventiven, gesundheitsfördernden Bereich tätig ist, hochnormalgewichtige Kinder, ja, das ist jetzt nur eine statistische Einteilung, die sind schlank, vollkommen schlank. Aber vielleicht ist da irgendwo am oberen Rand der Chin so ein kleines bisschen nicht waschbar drauf. Und bei diesen 4.483 Kindern, die wir in den Schulen gesehen haben, haben wir immer wieder gehört, dass die bereits als fette Sau bezeichnet werden. Also die Hänseleien beginnen in diesem Bereich. Und sogar die normalgewichtigen tendieren mehr zur Bulimie als die, die da drunter sind. Ja? Das ist der Segen des Schönheitsideals. Und hier bei der Binge-Eating-Disorder genau das gleiche Lied. Sie sehen, die Jugendlichen, Kinder und Jugendlichen im Adipositas-Bereich natürlich ganz hoch, aber wieder diese zwei Gruppen im Verhältnis zu den noch schlankeren, sind die Hochschlanken wesentlich höher als die mittleren Schlanken und die Hirnschlanken. Ja? Hohe Gruppe at risk. Ja, dann stellt sich die Frage, von Essgestörten kennen wir die hohe Esskontrolle. Ja? Bulimie, dieses preoccupied weight and shape, Überbesorgtheit von Figur und Äußerem, ist mit ganz hoher Esskontrolle verbunden, mit Diäten, die dann entgleisen, weil man das unter anderem nicht durchhalten kann. Wie schauen die anderen Gruppen aus? Kontrollieren ihre Patientinnen, die Diabetikerinnen, die sie beraten? Haben sie das Gefühl, die kontrollieren ihr Essen stark? Ja, da wird genickt, wer ist für Ja, wer ist für Nein. Jetzt mache ich mal die Gegenprobe. Bewegung im Alltag, okay? Gut. Schauen wir es uns an. Sie tun es. Sie sehen hier bei den ab dem Bereich des Übergewichts ganz stark diese hier, diese Gruppe. Und ich denke, das ist eine Gruppe, die für die Diabetesberatung von Bedeutung ist, die Gruppe zwischen 30 und 35, oder? BMI 30 und 35. Ne? Das vermutlich, also seit ich in Ittingen bin, habe ich das immer wieder gelernt, dass das für sie eine wichtige Gruppe ist. Und das ist die Gruppe, die am schönsten kontrolliert. Ja? Sollen wir uns freuen? Schauen wir mal. Hier, die geben schon ein bisschen auf. Und auch da habe ich mir erlaubt, Ihnen die Kinder dazu zu tun, die Kinder und Jugendlichen. Das ist die Krux dieser Hochnormalgewichtigen. Ja? Die kontrollieren schon hoch. Und die kontrollieren höher als die. Und das ist ein vollkommen gleichmäßiger Verlauf. Je dicker du dich fühlst, umso mehr kontrollierst du. Und da ist ein bisschen ein Abfall, aber nicht so stark wie jener bei den Erwachsenen. Und jetzt kommt der ganz wichtige Punkt, der, glaube ich, fast eine Revolution in der klinischen Psychologie, und unsere Mitarbeiterinnen von den anderen Disziplinen sagen eigentlich auch für sie gebracht hat. Kognitive Kontrolle. Am Hintergrund neuerer Gehirnforschung heißt nichts anderes,
ein ständiges Denken mit am Nichtwissen. Okay? Das, was wir vor 20 Jahren gedacht haben, Kontrolle, Nahrungskontrolle, Spitze, kontrollierst, ganz toll. Die Diabetes kriegen wir wunderbar in Griff. Aber was tun die? Kontrollieren ist an Nicht-Essen denken. Und Sie alle kennen den rosa Elefanten, ja? Okay? Dann muss ich mal was Neues einfallen lassen und von einem unserer begnadetsten Kabarettisten habe ich das geborgt bekommen und Bernhard Ludwig das verwenden. Denken Sie jetzt 30 Sekunden auf keinen Fall an einen Tausendfüßler mit grünem Pullover, rotem Wams, blauer Hose. Sie denken ja schon mal. Sie denken Sie normalerweise an einen Tausendfüßler mit rotem Pullover, grünem Wams und gelben Schuhen. Also dann haben Sie keine Probleme, dass Sie jetzt nicht dran denken, okay? Bitte? Ja? Denken Sie nicht dran, okay? Gut. Was ist so schwierig für mich? Heute Abend wird er noch kommen, okay? Und wenn Sie in Ihren Garten schauen, und das sind so Bewegungen, das ist so. Vielleicht ist der in der Schweiz, vielleicht hat der blaue Hosen zum roten Wams möglich. Aber Sie werden sehr gerne im Garten sein. Wir können nicht nicht denken. Wer einen Computer bedient und einen Suchbegriff eingibt, kann das probieren. Geben Sie ein, nicht Adipositas, zwei getrennte Worte. Sie bekommen genauso viel über Adipositas, wie wenn Sie Adipositas eingeben. Das heißt, man kann nicht nicht denken. Okay? Und da ist jetzt zu dieser Erkenntnis noch die Theorie der Gedankenunterdrückung dazugekommen. Wir können nicht nicht denken, wir können unterdrücken. Und Wegener, der diese Theorie der Gedankenunterdrückung erfunden hat, konnte Folgendes nachweisen. Beim Unterdrücken gibt es zwei Prozesse. Das eine ist der Operating Process, der unterdrückt wird. Ja? Der ist menschheitsgeschichtlich ganz, ganz jung, weil man das früher in der Steinzeit nicht gebraucht hat. Der braucht viel Speicher. Und dann gibt es den Monitoring Process, und der ist auch menschheitserhaltend gewesen. Der hat immer gesucht nach den unterdrückten Nahrungsmittelkanälen. Ja? Der braucht ganz wenig Speicher. Das heißt, wenn Ihre Patienten Ihnen unterdrücken, dann schaffen die das. Dann schaffen sie es, solange sie genug Speicherkapazität zum Unterdrücken zur Verfügung haben. Wenn das nicht mehr ausreicht, dann kommt wieder der Teufel aus der Schachtel, sozusagen der Monitoring-Prozess, und bringt das Unterdrückte stärker auf als zuvor. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie sind Kinder und jetzt sagt die Mutter zu Ihnen, iss keine Schokolade, okay? Sie sind im Café, was ich jetzt so gerne Schokolade hatte. Nein, iss das nicht, schau. Es hat doch keinen Sinn. Du weißt doch, Schokolade, wir haben doch mit der Diätologin darüber gesprochen, iss keine Schokolade, okay? Du hast doch heute zum Frühstück schon Schoko im Kakao gehabt, ja? Iss das, das hat doch keinen Sinn. Fünf Schokolade, jetzt müssen wir alle schlucken, ja? Okay? Der Speichel, gutes Zeichen, dass der Speichel zusammenläuft und diese Schokolade voll aktiviert ist. Das heißt, Gedankenunterdrückung führt zu vermehrter Präsenz der unterdrückten Inhalte. Und das ist der Grund, warum wir in unserem Fragebogen dieses salutogene, lockere Umgang mit Gedanken, also dieses Nicht-Unterdrücken drinnen haben und nicht die alte Kontrollskala. Was ist praktisch zu tun? Und da sind wir bei dem, was ich hier immer wieder von Ihnen bestätigt gefunden habe, von Ihren Referenten,
salutogenes Vorgehen. Das heißt, das Günstigste ist, wenn wir unsere Patientinnen das erste Mal sehen, wenn wir sie in ein gutes Lokal einladen, wo vernünftig gekocht wird und ihnen dieses riesige, wunderschöne Buffet zeigen. Das Günstige. Das heißt aber auch, wir lassen keine sogenannten pathogenen Essprotokolle mehr führen. Wir lassen keine Essprotokolle mehr führen, in denen notiert werden muss, was gegessen wurde. Weil das, woran ich nicht einmal denken soll, ja, was ich nicht lange unterdrücken kann, auch noch schriftlich fixiert wird. Wir lassen in unseren Gruppen, beziehungsweise unsere Diätologinnen und Ernährungsexpertinnen, Ernährungswissenschaftlerinnen, lassen nur das Salutogene protokollieren, das heißt, was haben Sie in der letzten Woche von dem gegessen, was wir hier besprochen haben? Was konnten Sie daheim von dem, was wir in der Kochwerkstatt gemeinsam gemacht haben, umsetzen? Was hat davon Ihrer Familie geschmeckt? Was war gut? Was bräuchten Sie anders? Was mag Ihre Familie besonders gern? Das ist nur ein Beispiel. Aber es geht um dieses Kippen. Es ist etwas, was Sie, für Sie hier, Herr Renner, das Salutogene schon gewisse Selbstverständlichkeit ist. Für uns war es das noch nicht. Und diese wissenschaftliche Fundierung hat das nochmal ganz stark erlaubt, uns zu kippen. Wir haben auch noch eine Skala. Und zwar ist das das Körperbild. Das Körperbild deshalb, weil, wenn, weil bei der Arbeit unseres Erachtens ganz günstig ist, wenn wir wissen, wie schlank jemand werden will. Eine Körperbildskala, die Sie auch in Ihren Unterlagen finden. Für die Untersuchungen, also die Untersuchungsergebnisse, da war uns wichtig, nochmal zu belegen, wie die Menschen sich selbst einschätzen und wie sie wünschen zu sein. Bei den Erwachsenen haben wir gefragt, wie sehen sie sich selbst, das ist blau, und hier, wie möchten sie gerne sein. Und alle wollen schlank sein und schätzen sich selber aber höchst realistisch ein. Und bei den Kindern und Jugendlichen haben wir genau das Gleiche. Sie sehen hier, wir haben einschätzen lassen, wen findest du am hässlichsten, wen findest du am schönsten und wie ist dein Ideal. Und das ist das unser gängiges Schönheitsideal, ne? Da ist es abgebildet. Und so werden die Menschen nicht werden. Ne? Und das ist das Drama, das macht es uns so schwer. Die Zusammenfassung dieses Teils für die Praxis, denke ich, Diagnostik mit den Tests, glaube ich, ist wichtig, diese Suchtanteile, Essstörungen, die rigide Esskontrolle, wie rigide kontrolliert jemand, damit man davon befreien kann. Wobei die rigide Esskontrolle eine Sache der Beratung ist, die Suchtanteile und die Essstörungen mit kognitiver Verhaltenstherapie günstigerweise behandelt werden kann. Da brauchen Sie PsychotherapeutInnen dazu, die Sie unterstützen. Die mit Kindern arbeiten, präventiv arbeiten, hochnormalgewichtige und übergewichtige Kinder sind Hochrisikokinder. Da muss man früh was tun. Und für beides finden wir wichtig, also für das die Diagnostik, aber selbstverständlich auch die Evaluation. Die Evaluation in der Hinsicht, als beispielsweise nach chirurgischen Maßnahmen ja die Bulimiewerte bei Gastric Bending ansteigen. Ja, jetzt möchte ich kurz einmal Sie bitten, Fragen zu stellen zu diesem Testsystem und dann dürfen wir Ihnen kurz zeigen, wie man das auswertet. Vielleicht um den Fragen eine gewisse Fundierung zu geben, darf ich Sie bitten, dass Sie an den Tischen sich das nochmal durchschauen und gemeinsam überlegen, welche Skalen wären für uns brauchbar und was wüssten wir noch gerne dazu. Jetzt können wir
Thank you.
Welche Präferenzen haben die Menschen, die ich berate?
unsere Diätologinnen und wahrscheinlich Sie auch versuchen, die Menschen so gut wie es geht, dieser abgegriffene Satz, aber er stimmt immer noch, dort abzuholen, wo sie stehen. Das heißt, wenn ein Kind oder ein Erwachsener ankreuzt, das und das und das mag ich nicht, dann fängt man nicht an, die Kochwerkstatt mit diesen Dingen, sondern prinzipiell mit denen, wo die Präferenzen liegen. Dann weiß ich in etwa, was, ob deftig präferiert wird oder eher süß präferiert wird, häufig Snacks gern gegessen werden etc. Das heißt, diese drei Skalen dienen primär einer weiteren Information zum Interview dazu in der Beratung. Wir machen es jetzt schon so, du machst das so, dass du die Fragebogen vorher ausschickst, bevor jemand zur Beratung kommt, wir das auswerten lassen, das dürfen wir ihnen dann zeigen und das Profilblatt schon vor uns liegen haben, damit wir damit arbeiten können. Es wird sehr häufig von Menschen eher etwas schriftlich und im Detail angegeben, als so im Ganzen, da ist es dann sehr schwer greifbar. Das waren die ersten drei Skalen. Diese vier Variablen, die ich Ihnen dann geschildert habe, die Sucht, die klinische und die präklinische Essstörungen und die hohe Kontrolle, die verwenden wir, um zu wissen, was dem Psycholog Ihnen, was für die PsychologInnen wichtig ist, beziehungsweise was Diätologinnen oder Sportexpertinnen, wann sie überweisen müssen. Es ist eine wirklich, wird fast sagen, sinnlose Liebesmühe, wenn ich mit Binge Eating Disorder Erkrankten an der Reduktion der Essensmenge arbeite und niemand an der Seite habe, der das in relativ kurzer Zeit relativ gut behandeln kann. Binge Eating Disorder ist relativ gut behandelbar, Bulimie ist relativ gut behandelbar und Anorexie kommt in ihren Fällen nicht vor. Die ist schwierig und Sie kennen auch die Todesrate, die so. Der Rest ist gut zu behandeln. Und dass man das einmal mal weiß. Die hohe Kontrolle dann noch, da schauen wir eben an dieser Kontrolle anzusetzen. Um den Menschen zu befreien davon, um ihm zu erklären, dass er nicht denken kann. Und die Körperskala eben um zu wissen, wo will der andere hin. Und dann ganz, ganz vorsichtig in die Richtung zu gehen, jetzt setzen wir uns aber nicht zum Ziel die Gewichtsabnahme, vergessen Sie das, wir setzen uns zum Ziel, dass Sie mehr von dem machen, was Sie gern machen. Ist, glaube ich, gestern wäre Ihnen schon gesprochen worden, die Frage, wann haben Sie als Kind, was haben Sie als Kind an Bewegung gemacht? Da haben wir die Erinnerung gemacht. Da gibt es auch so Imaginationstechniken in den Trainings, steht davor, das ist das Zimmer des Lebens, was liegt da alles drin und so weiter. Also das ist das, wozu wir die Skalen diagnostisch einsetzen und zur Überprüfung unserer Arbeit und der Arbeit der Patientinnen können wir alle Skalen oder einzelne Vor- und Nachberatung oder zu wichtigen Punkten der Beratung wieder ausfüllen lassen und schauen, welche Fortschritte gemacht worden sind. Diese Skalen sind auf sogenannte Retest-Reliabilität geprüft. Der Ausdruck heißt, dass eine Testwiederholung tatsächlich die Änderungen darauf zurückzuführen sind, dass der Mensch jetzt andere Präferenzen hat und nicht darauf, dass er das einfach das zweite Mal macht, mit einem Intelligenztest oder was dazu lernt. Ja. Und wir haben, das darf ich Ihnen dann auch noch zeigen, sogenannte kritische Differenzen gerechnet, der ist ein statistischer Wert, der es uns ermöglicht, für eine einzelne Person, also nicht für Gruppen, sondern für eine einzelne Person zu sagen, ob sie sich signifikant verändert hat. Das heißt, ob die Schwankungen, die jetzt beispielsweise in den Suchtwerten oder in den Ernährungspräferenzen auftreten, der Testwiederholung dem Zufall zuzuordnen sind, oder ob das tatsächlich eine solide Änderung ist. Da gibt es eine Tabelle dafür, über den Daumen ist es in etwa ein Wert von 10. Also wenn jemand zum Beispiel zuerst einen Wert von 40 hat und nachher von 50, dann haben seine Ernährungspräferenzen wirklich signifikant zugenommen. Für Gutachten für Gastric Bending und Bypass, für die Entscheidung Bending oder Bypass, klarerweise sind sowohl klinische wie vorklinische Essstörungen ein absoluter Ausschlussgrund für Bypass, für Gastric Bending.
und zum Teil auch für die Zusammensetzung von Gruppen. Wenn Sie einen Haufen Bindschäden in einer Gruppe haben, das muss man entscheiden, was man will. Wenn Sie mit einer Psychotherapeutin arbeiten, kann man Bindschäden in die Sorgegruppe machen. Wenn nicht, dann wird es sehr schwierig sein, vor allem gerecht zu werden in einer 5- oder 10er-Gruppe. Ja? Ich war nicht die ganze Zeit. Sie kriegen ein Mikro. Ja, ist besser. Ich war nicht die ganze Zeit hier und weiß nicht, ob ich verpasst habe, ob Sie vom Night-Eating auch gesprochen haben. Für mich die Frage wird, also natürlich kann ich fragen, essen Sie etwas nachts durch, aber meistens erfahre ich dann Nein. Und wie kann ich das besser erfassen und gehört das auch in die Hände einer Psychotherapeutin, eines Psychotherapeuten? Du schüttelst den Kopf, kannst du die Antwort geben? Also, ja, wir haben uns ausgemacht, ich habe einfach Geld aus. Night Eating ist günstigerweise durch eine kurze Psychotherapie zu behandeln und sie sparen sich einen Haufen Arbeit. Das Neigeting wird durch eine Frage erfasst. Sie haben, ich glaube, auf der letzten Seite, ich habe das eben so zerlegt, dass es zu sinnvollen Gruppen zusammengelegt, geordnet war, auf der letzten Seite Angaben von den Testformularen, von den Fragebögen. Da waren noch soziodemografische Fragen, also Geschlecht, Alter etc. Und da gibt es auch dann die Frage nach Night Eating, Alkohol und Rauchen. Ja, freilich. Was dazwischen gesagt wegen Testprotokollen, also ihr seid davon abgekommen zu fragen, was die Leute überhaupt essen, weil da müssen sie ja angeben von den Dingen, die sie eben zu viel essen und das sei nicht günstig. Das mag ja sein, dass für Leute mit BMI 35, 40, 45, dass man dort vielleicht sagt, keinen Sinn. Aber wir haben natürlich Patienten mit Typ 2 Diabetes, sagen wir, BMI von 29, 30. Und da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das sinnvoll ist. Erstens sehe ich mal die erste Seite hier. Das sind Ernährungspräferenzlisten. Da steht genau das, was man eigentlich nach meiner Meinung bis heute vor einer halben Stunde fragen sollte. Haben Sie gerne fette Käse und so weiter? Weil ich kann mich einfach an Patienten erinnern, wo man mit einer einfachen Ernährungsanamnese herausgefunden hat, praktisches Beispiel, Kaffeeschnaps um 9 mit sehr viel Zucker, Kaffeeschnaps um 4 mit sehr viel Zucker, immer dazu noch ein Servar, das sind so Würste bei uns, berühmte, und vor dem ins Bett gehen dasselbe noch einmal. Das gab ungefähr 1600 Kalorien. Nur diese drei mal Kombinationen Alkohol, Zucker, Kaffee und Wurst. Und in diesem speziellen Fall konnte man, ich bin jetzt sehr einfach, das ist schon klar, ich will illustrieren, was ich meine, konnte man diesen sagen, wenn Sie das weglassen würden, würden Sie bereits abnehmen, weil der war körperlich, hatte einen strengen Beruf. Und da habe ich jetzt Mühe zu verstehen, dass ich darüber mit Ihnen nicht sprechen soll. Sprechen schon. Ich denke nur, ich kann auch mit dieser Liste draufkommen, aber gern deftiges ist. Dass ich im Fall von Diabetes natürlich dann fragen werde, wann er was ist, ist kein Widerspruch. Also vielleicht hat das zu apodiktisch geklungen. Ich denke, die beiden Sachen ergänzen sich, wobei unsere Vorliebe ist, dass wir damit beginnen, was isst du gern? Ganz einfach zu signalisieren, wir sind hier, um dein Leben schöner zu machen. Und danach, wann isst du das, was du gern isst, was aber nicht so günstig ist. Dass das zur Sprache kommen muss, steht außer Frage. Aber beispielsweise, wenn jemand was Deftiges isst, gerne isst, dann ist auch
dann ist natürlich auch zu diskutieren, in welchem Ausmaß kannst du das weiterhin wissen, etc. Es ist eine Sache des Beginnens und des Signals. Das verstehe ich ja, dass man eben nicht gerade mit den Hürsten beginnt und nach diesen herumperseleriert, bevor man über die schönen, guten Dinge ist. Das ist völlig okay. Und ein neues ernährungswissenschaftliches Programm heißt Orfeo und unser Diätologe liebt das heiß, weil er sagt, im Prinzip müssen wir die besseren Lieder haben. Nicht nach den Gesetzen unseres Gehirns, das nicht fähig ist, nicht an die Wurst zu denken, ne? Das geht nicht. Ich muss die besseren Lieder haben, das heißt, ich muss mit ihm individuell abstimmen, was kann er essen, was diesen Geschmack am nächsten kommt. Es gibt zum Beispiel in die Räucherkammer gehängte Gewürze, die so stark nach Speck riechen, dass die über die Suppe gestreut dem in die Nähe kommen. Ja? Und das ist nicht immer, und er soll natürlich davon auch ein Stück von der Wurst essen, ja? Aber Orfeo, ja? Womit kann ich locken? Was sind die guten Lieder? Das ist das Sanitogen. Und was wir bisher gemacht haben, oder was der Trend bisher war, bei Ihnen nicht, aber was ein starker Trend war, war das Verbieten. Und sich selber verbieten kann man nichts. Sie können einen Menschen ins MRI schieben, in die Röhre, und dann zeigen Sie ihm die Bilder und dann sehen Sie alles in Ihrem Körper, ja, was von der Produktivität hat. Wenn Sie das Bild, wenn Sie ihn ins MRI schieben und ihm die Bild von der Wurst und dem Schnaps nachschieben, dann sehen Sie, dass dieses Gehirnzentrum, das sich damit beschäftigt, nicht möglichst schnell dazu kommen kann, am heftigsten arbeitet. Und je stärker das Verbot wird, umso mehr arbeitet es. Ne? Noch Fragen? Dann dürfen wir Ihnen kurz zeigen, wie man das Ganze auswertet. Nur kursorisch bitte, damit man sich das vorstellen kann. Sie lassen diese Bögen in der Reihenfolge, in dem Sie im Testsystem drinnen sind, ausfüllen. Dann gibt es einen Antwortbogen, den finden Sie dann gleich danach. Wenn Sie wieder Ihre... Das heißt, Sie zählen zusammen. Der Antwortbogen gibt Ihnen Auskunft darüber, welche Subskalen, das heißt, welche Gruppen von Fragen zusammengehören. Beispielsweise bei der Ernährungspräferenzenliste gehört es natürlich nicht 1 bis 10 dazu, sondern wir haben das gestreut, weil das ja sonst der Mensch riechen würde, wenn da nur Deftige stehen und nur Gesundes und nur Snacks. Das heißt, der Antwortbogen gibt Ihnen darüber Auskunft, welche Antworten Sie zusammenzählen müssen, um dann zu bestimmten Subskalen zu kommen. Dann sehen Sie die Normwerte nach. Das heißt, Sie sehen nach, welchem Rohwert, das ist das, was Sie hier zusammengezählt haben, wo der Rohwert in den sogenannten Normwerte-Tabellen aufzufinden ist. Und da habe ich Ihnen als Beispiel eine Tabelle für den FAN, für den Suchtbogen, hineinkopiert. Wenn ein Mensch jetzt einen Rohwert von 25 hat, also die Summe der Fragen, die er, weiß ich, mit 5 angeht, wenn es 5 Fragen sind, dann mit 5 angekreuzt, gibt es 25. Und dann sehe ich unter der Gewichtsgruppe, unter der BMI-Gruppe und dem Geschlecht, dem er angehört, den Prozentrang nach. Das heißt, ich kann nachschauen, wie viel Prozent seines Geschlechts und seiner Gewichtsgruppe unterhalb und oberhalb von ihm liegen. Der Prozentrang ist das, was für einen Praktiker das griffigste ist. T-Werte werden auch noch nachgesehen, aber der Prozentrang, das ist auch etwas, was Sie den Patienten mitteilen können. 10% der Menschen
haben noch lieber Gesundes als Sie. 90% der Menschen können Gesundes weniger als Sie, ihrer Gewichtsgruppe. Das heißt, Sie sind auf einem ganz guten Weg, oder? Schauen Sie, am Anfang war es so, da haben 20% weniger gern Gemüse gegessen. Da haben wir begonnen, Sie liegen jetzt in der Prozentverteilung auf der und der Stelle. Das ist für den Praktiker, denke ich mal, das Beste. Das Besondere dieses Testsystems, auf das wir natürlich stolz sind, weil wir haben nicht nur die 4000 Kinder, sondern auch 6000 Erwachsene untersucht und befragt, ist, dass wir Normwerte, für, sofern Unterschiede vorhanden waren, für jede Gewichtsgruppe ermittelt haben. Es wäre ja quasi unfair, wenn ich den Wert in der Sucht, den Gesunden haben, mit den Normalgewichtigen haben, mit dem Normwert eines morbid adipösen vergleichen. Das heißt, ich kann sowohl sagen, sie liegen im Verhältnis zu anderen Menschen, die ihr Gewichtsproblem haben, da und da, wie ich sagen kann, sie haben, wenn ich jetzt in der Normwerttabelle für Normalgewichtige nachschaue, einen Wert eines Normalgewichtigen erreicht. Das heißt, sie sind am allerbesten Weg. Und eine Untersuchung, die wir jetzt gemacht haben und gerade im Auswerten sind, das erste Mal waren 70 Patientinnen vor und nach chirurgischer Intervention, mindestens ein Jahr nach chirurgischer Intervention. Was meinen Sie, hat sich verändert? Die haben im Schnitt 30 Kilo abgenommen. Was meinen Sie, hat sich verändert auf dem, was wir da besprochen haben? Wofür? Lebensqualität? Die Lebensqualität verändert sich mit dem verlorenen Gewicht. Sie steigt mit dem verlorenen Gewicht und fällt mit 2 Kilo, die wieder zugenommen werden. Das Gewicht ist alles in Bezug auf Lebensqualität, alles. Wenn die schwanken, wir haben 4-Fach-Messungen zum Teil gehabt, wenn die schwanken und ein bisschen zugenommen haben, sinkt die Lebensqualität. Das ist die Panik vor der Wiedergewichtszunahme adipöser Menschen. Die Lebensqualität von sich hat sich verändert, was glauben Sie, hat sich noch verändert? Die Esspräferenzen, sie essen weniger gern Deftiges, sie essen weniger gern Snacks, aber, und das spricht für eine Nachbetreuung nach Operation, sie mögen Gesundes genauso wenig gern wie vorher. Und das ist das ist der zweite Grund für diesen Test, dass wir evaluieren. Das war bisher in keiner Literatur zu finden, dass die Menschen abnehmen, ihre Lebensqualität besser ist, ihre Komorbiditäten besser sind, keine Frage. Aber sie bewegen sich nicht mehr und sie leben nicht gesünder, ja? Das ist das Risiko. Es hat sich, um es kurz zu machen, alles positiv verändert, alles. Die Sucht ist runtergegangen. Das Kontrollverhalten ist runtergegangen, weil Sie eine externe Kontrolle haben. Sie müssen ja nicht mehr ans Essen denken, ja? Ans Nicht-Essen denken. Das Einzige, was sich negativ verändert hat, was denken Sie? Außer dem Gesunden? Natürlich. Was haben Sie gesagt? Die Hautfalten. Die Hautfalten? Ja. Aber es beeinträchtigt die Lebensqualität. Hauptsache, man ist angezogen, so dass man nicht mehr stigmatisiert wird. Was denken Sie, was sich noch nicht verändert oder negativ verändert hat? Die Bewegungsmotivation ist besser geworden, besser, und zwar genau die intrinsische, es macht Spaß. Aber nicht alle bewegen sich ausreichend. Da haben Sie recht. Noch eins. Genuss am Essen. Man kann, also erstens haben wir diese Genussskala drinnen, das ist schlechter geworden. Und das Gesamtwert über die Ernährungspräferenzenskala, also wenn ich alle drei Skalen, gesundes Snacks, zusammenzähle,
ist das extrem schlechter geworden. Das heißt, anscheinend ist bei der Chirurgie der Preis für die Gewichtsabnahme, dass ich keine Freude, keine besondere mehr am Essen habe im Durchschnitt. Es gibt welche, die günstig kochen können, die ganz normal essen, nur kleinere Portionen. Aber im Schnitt, das ist der Preis. Okay, Sie sehen hier also dieses Profilblatt. Hier oben sind die Überschriften der Fragebögen. Hier sind die Subskalen. Da trauen sich Rohwerte, T-Werte und diesen Prozentrang ein. Und hier können Sie dann Kurven hineinzeichnen. Das leicht schraffierte ist der Mittelwert. Das ist der Normalwert. Und nachdem wir ja in den Normtabellen für die jeweilige Gewichtsgruppe nachschauen, wissen wir, dass der Mensch hier gerecht sozusagen fair behandelt wird. Und da können Sie jetzt so viel wie in so ein Profilblatt reingehen, wenn Sie jetzt sagen, ich möchte mich auf den Suchtfaktor beschränken und ich bin Ernährungsberaterin, ich möchte mich auf diese drei Variablen beschränken und die Lebensqualität anschauen, dann können Sie halt so viele Kurven, die da reingehen, hineinzeichnen und das mit dem Patienten besprechen. Das heißt, Normwerte nachsehen, in Kurven übertragen. Sie können, das was ich zuerst erwähnt habe, die kritischen Differenzen ansehen. Das heißt, wenn sich jemand im T-Wert hier von 50 auf 60 verändert hat, dann wäre das eine signifikante Änderung durch Ihre Betreuung. Und wir haben einen neuen Baros gemacht. Baros ist das Qualitätssicherungsinstrument der bariatrischen Chirurgen. Die Chirurgen hatten da drinnen nur unter Anführungszeichen, das war schon genial, weil das weltweit verwendet wurde, sie hatten nur den medizinischen Teil. Also diese beiden Dinge, Verbesserung, Gewichtszunahme, Gewichtsabnahme, Teilumfangveränderung, Neuauftritt von bestimmten Krankheiten, Sie finden das auch in ihren Bögen drinnen, ob wie viel neu aufgetreten sind, beziehungsweise wie viele Rückbildungen eingetreten sind. Und was jetzt neu dran ist, dass wir den psychologischen, den sportwissenschaftlichen und den Ernährungsteil dabei haben. Und hier, je nachdem, ob sich das um eine kritische Differenz verändert oder verschlechtert hat, werden Punkte vergeben. Und da, Jörg, für dich, wer sagt, es ist mir lieber, weil es diese Ernährungspräferenzen-Skala, mir ist lieber, dass ich ein Ernährungsprotokoll verwende, der hat im Anhang des Tests einen Vorschlag für ein standardisiertes Ernährungsprotokoll, das man dann auch hier eintragen kann. Das dient vor allem in größeren Zentren, glaube ich, wo man Qualitätssicherung machen möchte. Und Sie können nun Zwischensummen bilden für Medizin, Psychologie, Sport, Ernährung und können für jeden der Bereiche ablesen, ob Ihr Patientin, Ihre Patientinnen sich sehr gut und gut oder schlecht und sehr schlecht verändert haben. Das ist relativ grob, weil es ja nur die jeweiligen Teilsummen sind. Und dann kann man eine Gesamtsumme der Veränderung bilden und die in dieses Punkteschema einordnen. Das heißt, der Gesamterfolg der Maßnahme, beispielsweise in einer Reha-Klinik oder nach Chirurgie und. Der Gesamterfolg liegt zwischen sehr starke Verschlechterung, alarmierend schlechter medizinischer, psychologischer, Sport- und Ernährungsstatus. Die Kategorien sind so berechnet, dass wenn man zum Beispiel dieses sehr schlecht hat, dann darf man in keinem der Bereiche einen guten Wert haben. Also das ist dann wirklich sehr schlecht oder sehr gut. Wir haben zusätzlich vorne den sozioökonomischen Hintergrund, der in diesem Zusatzblatt, das letzte Blatt des normalen Testsystems, ausgewertet wird. Das wird nicht in diese Punktewertung eingezogen, aber ist uns für die Beratung sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel einer Mutter, die ganz wenig Geld hat, allein lebt
und einen geringen Bildungsstatus. Aus den drei Variablen setzt sich dieser Status, wird dieser ausgerechnet. Andere Beratung zur Teile werden lässt als jemand, der alle Möglichkeiten hat. Ja? Wenn ich gleich leisten würde, sie ein Fitnessstudio mir leisten können. Ja? Oder was auch immer. Und hier sehen Sie die Zusatzinformation des Night Eating, des Alkoholtrinkens in einem bestimmten Ausmaß. Einmal monatlich, zweimal wöchentlich, täglich. Und hier das Vollbildbulimie und Vollbild-Binge-Eating-Disorder, das haben wir auch extra auf diesem Bogen nochmal drauf, weil es eben ein therapiepflichtiger Sachverhalt ist. Gut. Ganz herzlichen Dank also für diese hochspannende Einführung. Ich bin immer wieder fasziniert, wie komplex diese Dinge sind. Und die werden ja Kurse machen. Ich habe diese Einführung in diese Gedankenwelt der Psychologie war ja nun doch sehr eindrücklich, auch was die Evaluation, das ist klar, das war ja auch so gedacht, man will das System vorstellen. Man will diejenigen, und es gibt sicher einige unter ihnen, die sich für das interessieren, sodass sie auch Zeit aufwenden werden, zum Beispiel diese Kurse des Verlags. Ja, Sie können diesen Vorschlag auf unserer Homepage und bis Sie die Academy abrufen, wir werden das für Sie draufstellen und wir werden dann noch sprechen, wie Sie zu anderen Informationen kommen, zum Beispiel der Verlag sitzt in der Schweiz und macht Informationsveranstaltungen, macht Ausbildungsveranstaltungen. Und wenn zum Beispiel eine größere Informationsveranstaltung gewünscht ist, würde das der Verlag auch organisieren. Die wird jetzt im Sommer, im September in München, Düsseldorf und Berlin stattfinden. Wie viel braucht, wie viele Teilnehmer, oder habt ihr das noch nicht besprochen? Sind da gewünscht minimal? Ist denen auch Aufwand? Die Teilnehmer für Informationsveranstaltungen, die ähnlich ablaufen würden wie diese, ja. Zwei Stunden, das ist eine sehr große Zahl. Also ich nehme an, ungefähr so viel wie hier. Ja, was muss das Minimum sein, damit man das durchführt? Das können wir auch auf die Homepage stellen. Ich habe das jetzt okay. Mit dem Lektor noch nicht gestellt. Ja, ich frage nur, weil sonst hätte man ja, wir haben ja die E-Mail-Adressen von allen, die hier ja. Sind. Und nehmen wir an, ein Drittel wäre interessiert, das wären gut 40 Leute. Die Infoveranstaltung wird ähnlich sein wie die. Also ich denke, das ist höchstens, wenn Sie Bekannte haben, die interessiert dran sind, dann ist das, macht das der Fall. Aber natürlich etwas ausführlicher. Nicht viel ausführlicher, aber die Ausbildung ist mindestens eintägig und ausführlich. Ich meine. Das wird eine begrenzte Gruppe sein, von, denke ich, maximal 20 Personen. Okay, also wenn wir das wissen, können wir Sie informieren, das ist ja nicht mehr kein Problem. Und, weil das ist ja auch sicher für viele sehr interessant. Jetzt haben Sie noch Fragen oder mehr Lust nach Kaffee? Dann glaube ich, lassen wir es beide. Ich weiß nicht, Erich, du wolltest du noch was sagen oder nicht? Ja. Zwei Minuten. Ihre Aufmerksamkeit alle. Hört bitte, bleibt läuft nicht der Fall. Einmal demonstriert, Sie haben hier das 20-jährige Bestehen dieser tollen Veranstaltung. Unsere Zusammenarbeit hat begonnen 1999, das war eine Veranstaltung in Bad Ragaz, wo du uns eingeladen hast, wo sehr viele hochkarätige wissenschaftliche Vorträge gehalten wurden. Mit Ausnahme von deinem, du hast nämlich deinen besten Vortrag dort gehalten und wo du das Paradigma, das heute vorgestellt worden ist, nämlich das Herz at any size and weight, vorweggenommen hast, damals in deinem Vortrag, und ich sehr fasziniert war, wie du einfach dieses genussvolle und genussreiche auch hinüberbringen hast können. Du bist dann nach Salzburg gekommen, hast dich überzeugt, dort von unserer Arbeit, die wir gemacht haben, hast auch dann die Elisabeth immer wieder eingeladen zu deiner Veranstaltung. Wir möchten dir also wirklich sehr herzlich gratulieren und auch unsere Wertschätzung rüberbringen über die Arbeit von dir, von deinen Kollegen und auch von deinem Team und möchten dir also ganz offiziell auch die Ehrenmitgliedschaft in der Obesity Academy Austria anbieten, mit der Hoffnung natürlich, dass du das annimmst und nach Salzburg kommst auch des Öfteren und auch weißt, dass es dort sehr, sehr gute Restaurants gibt.
es ist natürlich eine wunderbare Überraschung, und, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich nehme es nicht an, ich nehme es sehr gerne an. Und ich glaube, jetzt gehen wir in die Pause. Was ich noch sagen wollte, es gibt dann, weil Professor Zumsteg ja nicht kommen konnte, aber er wird vollwertig ersetzt durch Herrn Zulewski, der Interimsleiter der Endokrinologie in Basel, ein glänzender Referent und einer der allererfahrensten auf dem Gebiet der Insulintherapie. Und er wird über Insulintherapie noch sprechen, sodass Sie wissen, nach Dr. Iserin, der sie auch noch mit Ernährung zu tun hat und auch sehr interessant ist, kommt dann auch noch Insulin vor der Schlussrunde. Und wegen dem Essen frage ich dann, wenn ich weiß, was es Vegetarisches gibt, gerade nach der Pause als erstes. Aber können wir uns kurz bei der Rezeption treffen, dann können wir uns mit draussen hier. Und das ist hier, sagt ihr? Ja. Aber das heißt, ich kann noch nicht.